Moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoguide. In diesem Guide geht es heute um das Thema Trash Farm, Wizard, Budget Gear und zwar eine Milliarde. Das heißt also, ich werde jetzt für eine Milliarde Gold einen Trash Farm Wizard ausrüsten und euch einmal zeigen, wie das in dem Budgetbereich ungefähr aussehen sollte. Wobei ich dazu sagen muss, dass man trotzdem noch sehr viel Freiheiten hat. Also man kann bei der Waffe, also gerade bei der Waffe, ist es fast egal. Hauptsache, man erreicht so ein bisschen den Breakpoint und in der Theorie hier kann man auch mit irgendeinem Schwert spielen und einem 2,0er Breakpoint funktioniert wunderbar. Ist nur ein bisschen hakelig am Anfang. Also als Beispiel, als Einhand wäre zum Beispiel sehr gut in dem Bereich irgendeine Waffe mit Sockel und kritischem Trefferschaden. Wenn das Budget es zulässt oder man ein preiswertes Exemplar ergattern kann, dann bietet sich natürlich auch eine Waffe noch mit Attack Speed drauf an und Life Leech. Ist aber überhaupt nicht notwendig. Also wir haben da sehr, sehr viele Freiheiten. So, obwohl bei einer Milliarde mit kritischem Trefferschaden, wird schon langsam eng, wenn wir jetzt die Preise hier mal angucken. Obwohl 250 Millionen. Aber sowas hier geht schon in die richtige Richtung. Wir brauchen es auch noch nicht mal so richtig als Black Weapon. Weil wir dann eh mit einer Chantodos spielen wegen dem Attack Speed. Obwohl hier der Dagger ja gut okay ist mit Gem. Hat 1014 Schaden. Gut, kostet auch 500 Millionen. Also es ist relativ egal. Hier das Schwert wäre auch zum Beispiel gar nicht so schlecht. Für 58 Millionen. Könnte man mal ausprobieren. Hat jetzt hier 96 kritischen Trefferschaden bei 1,55 Angriffen pro Sekunde. Ist auf jeden Fall schon sehr nett. Denn der Crit-Schaden, der steigert halt unsere Explosionen. Und die Explosionen sind das nachher, was den Schaden halt pusht, beziehungsweise wo wir unseren meisten Schaden mitmachen halt. Weil die Monster halt immer alle hinterherlaufen und eben in diese Explosion reinlaufen. So, das wäre also einmal eine Alternative zum Chantodos-Set. Ich spiele allerdings mit dem Chantodos-Set eben, weil es dann einfacher ist, auf IAS zu kommen. Und je mehr IAS, desto einfacher und flüssiger spielt sich dieser Build einfach. Das ist ganz, ganz normal. Wobei wir halt eben kein IAS haben müssen, weil wir eben nichts dauerfriesen müssen. Deswegen ist das halt nur, einfach nur eine Frage der Bequemlichkeit. So, deswegen, also ich nehme immer das Chantodos-Set, weil damit ist es leichter zu realisieren, auf einen 2,5er oder sogar einen 2,74er Breakpoint zu kommen. Gut, fangen wir doch einfach mal an. Wir haben eine Milliarde Budget für den Trash Farm Wizard. Das bedeutet also pro Slot grob geschätzt 71, irgendwas Millionen Gold. Gut, danach richte ich mich nicht so ganz. Ich verteile das ein bisschen anders. Ja? Aber haben wir ungefähr so einen Richtwert. Also, wir fangen an, beziehungsweise vielmehr, ich fange ja immer an mit den Schultern. Weil ich arbeite mich über die Items, Schultern, Brust, Gürtel, Hose, Schuhe und dann den Helm hinzu. Das sind die Dev-Items. Hin zu den Off-Items, wie Handschuhe, Ringe, Waffe, Quelle oder Offhand und Amulett und Armschienen. Weil über diese Items holen wir uns die Stats wie kritische Trefferchance, Attack Speed, Crit-Schaden und Main-Stat. Klar können wir uns Main-Stat auch hier holen, müssen wir auch. Aber hier sollten wir eher auf Def-Werte gehen wie Aures und Vita und Prozent Leben. Weil hier ist es vom Damage her egal, ob wir jetzt nur 100 Intelligenz oder 150 Intelligenz haben. Ein bisschen ein schlechtes Beispiel. Aber wenn wir zum Beispiel hier jetzt Schultern mit 277 Int nehmen und 86 Vita, dafür aber auf den Handschuhen keine Crit-Chance oder keinen Crit-Damage nehmen, dafür aber dein Aures mit draufpacken, ja, das ist Quatsch. Das lohnt sich nicht. Also da, wo wir den Damage rausholen können, eben auf den Handschuhen, da sollten wir das tun. Und da, wo wir möglichst viele Def-Werte rausholen können, wie auf diesem Strang hier, da sollten wir es auch tun. Deswegen fange ich jetzt einfach mal an mit der Rüstung. Also mit den Schultern, Entschuldigung. So, Schulterschutz sollte haben Intelligenz. Ich sag mal, bei einer Milliarde Budget können wir ruhig mal mit 180 Intelligenz anfangen zu suchen. Er sollte haben Vitalität. Ups. Dann gucken wir mal 120 Vita. Was finden wir dann da Schönes? Oh, 15 Millionen. Passt auf jeden Fall ins Budget. Gucken wir mal nach, ob wir noch irgendwas mit, sagen wir mal, 40 physischen Widerstand finden. Machen wir mal 110 oder 100 Vita sogar und 170 Int.
Ja, gehen wir auf 35 physischen runter. Überhaupt mal mit physischem Widerstand. Okay, da gibt es jetzt leider nichts. Die hier sind zwar ganz schön, aber ein Abschlagschutz hat mal eben fast 300 Armor mehr, Entschuldigung. Und deswegen können wir uns das hier auf jeden Fall schenken. Also physischer Widerstand lohnt nicht. Ich gucke doch mal mit 80 Vita. Und mit 80 Vita sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Aber zu teuer. So, man hat 8% Leben. Das lohnt sich alles nichts. Da ist zu wenig Armor drauf. Und 29 physischen Widerstand. Obwohl die hier sind auch gar nicht so schlecht. Mit 29 physischen Widerstand. Kosten allerdings auch 45 Millionen. Das finde ich ist immer noch zu teuer. Vielleicht, ich guck mal mit 65 Vita. Ja. 36 physischer Widerstand. Alles zu teuer. Weil wenn wir den physischen Widerstand weglassen, haben wir noch 110 Vita. 250 Int suchen. Sind die schon zu teuer? Physischer Widerstand, warum eigentlich? Weil wir sehr viele physische Angriffe haben bei dem Bild. Deswegen gerade die Busse, die uns anchargen und so weiter. So, hier kommen wir der Sache schon einigermaßen näher. Der hat jetzt hier 212 Intelligenz und 124 Vitalität. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ansonsten, wenn ich mal von der Vitalität ein bisschen runtergehe. Weil wir können nämlich ein bisschen tricksen mit der Lebensrüstung. Da komme ich aber gleich noch zu. 49 Millionen mit 246 Intelligenz. Oh. Die Preise haben sich seit dem letzten Gold. Obwohl, das Gold hat sich wieder stabilisiert, habe ich gehört. Mal gucken. Egal, lassen wir ja, dann nehmen wir den hier mit 246 und 99 Vita. Ein bisschen mehr Vita wäre natürlich schön gewesen, aber wir brauchen nicht ganz so viel Vita, wie viel Vita wie bei einem klassischen CM-Wizard. So, jetzt habe ich die für 49 Millionen gekauft. Schultern 49. Das sind sehr solide Schultern für 49 Millionen. Dann geht's weiter. Rüstung, und zwar die Brust. Da werden wir nicht mit einer Tarascha-Rüstung spielen, sondern mit einer Tsunimasa-Brust. Warum mit Tsunimasa? Ganz einfach, Tarascha mit Orbis ist verflucht teuer. Ist viel zu teuer. Deswegen suchen wir nach einer Tsunimasas Mark mit viel Vita. Aber mindestens 240 Vita. Oh, können wir ruhig mal 280 gucken. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwie noch was mit physischem Widerstand finden. Okay, das hat sich erledigt. Gucken wir mal 240 wieder. Das sieht schon mal wieder besser aus. 29 physischer Widerstand, 38, 39. Die hier ist gar nicht so schlecht. Ja, 240 wieder, 156 Intelligenz und fast 40 physischen Widerstand. Die hier ist schon ein bisschen besser noch. Hat mehr Intelligenz, mehr Leben. Kostet nur 5 Millionen mehr. Also mehr Vita meine ich, Entschuldigung. Ne, die ist schon wieder nicht so gut, weil die hat weniger Intelligenz. Deswegen auch deutlich mehr Schaden. Zwar ein bisschen mehr Vita, aber wir müssen nicht ganz so viel auf Schaden verzichten. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die hier mit 40 physischem Widerstand. Die ist schon ziemlich gut. Von den Def-Werten her. Ne? Also wie gesagt, physischer Widerstand, Allres. Deswegen Tsunimasas Mark. Und um den Schaden wieder auszugleichen, den wir durch die neuen IAs verlieren, nehmen wir nochmal Tsunimasa Spur mit rein. Jetzt muss ich erstmal nochmal eintragen. Die hat 40 Millionen gekostet, die Brust. 40 Millionen. Es waren noch 911 Millionen über. So, Tsunimasas Spur. Mark hatten wir eben. Warum die Tsunimasa Spur? Es ist ganz einfach. Wir brauchen Movement Speed. Das ist erstmal wichtig. 24%. Mit einer Inas würde ich nicht spielen. Lieber mit Zuni Boots und Lakunis. Lakunis brauchen wir eh. Darum eben die Zuni Boots, weil wir durch den Set-Bonus noch 130 Intelligenz dazu bekommen. Was ziemlich geil ist. Nur da wir jetzt ein bisschen mehr Budget haben, nehmen wir auf jeden Fall mal mit rein physischer Widerstand. Können wir ruhig nach 45, ja, sagen wir mal 40, fangen wir mal an. So. Dann nehmen wir rein viel Vitalität. Sagen wir mal 150 Vita. Und Intelligenz machen wir mal 175.
So, da haben wir auch, oh, gleich schon Knaller am Anfang gefunden. Brauche ich gar nicht mehr weiter suchen eigentlich. Obwohl die sind noch ein Tick besser. Ist auch weniger physischen Widerstand, dafür aber deutlich mehr Vita. Oh, die sind schon zu teuer für 100 Millionen. Oh, die sind auch nett, aber 350 Millionen, niemals. Niemals. Also, 20 Millionen, was haben wir hier? 25 Millionen. Oh, 30 Millionen, nee, das lohnt sich nicht mehr. Also, entweder nehmen wir die oder die. Ich würde sagen, wir nehmen die mit mehr physischem Widerstand. Und mit weniger Vita. Sind 18 Vita weniger. Ja, wir nehmen die mit dem für 20 Millionen. Wunderbar. 20 Millionen für richtig nette Zuni-Boots mit 52 physischem Widerstand. Also Füße 20 Millionen. Dann geht's weiter. Die Hose. Wir brauchen noch auf unserem Gear Live on Hit. Live on Hit lässt sich am einfachsten mit der Blackthorns realisieren. Bei diesem Bild. Deswegen. Und, ach ja, übrigens, wir brauchen noch einen sehr hohen Vita-Pool. Deswegen Blackthorns mit viel Vita. Und zwar suchen wir nach 200, oh, sagen wir mal 280 Vita. So. Dann brauchen wir Leben pro Treffer. Sollte die Blackthorns mindestens 400 haben. Dann, damit wir auch wirklich nur Blackthorns angezeigt bekommen, gehen wir noch Prozent Leben drauf ein. Ja, hat sie sowieso immer. Deswegen finden wir jetzt eigentlich auch nur noch die Blackthorns, weil es gibt kein anderes Legendary mit Leben pro Treffer, Leben pro Cent und so viel Vita als die Blackthorns. Deswegen können wir hier sehr gut suchen und brauchen nicht immer noch auf Leben pro Treffer achten, sondern können gucken, ob irgendwo vom Kaufpreis her uns eine gefällt und die nehmen wir dann. Jetzt gucken wir nochmal nach physischem Widerstand. Ist nichts bei. Gucken wir mal 240 Vita. So, die hat 266, 48. Die ist in Ordnung. 10 Millionen ist sogar ziemlich preiswert eigentlich. Wenn ich mal gucke. Ja. Das ist in Ordnung. Klar, im Vergleich zu einer ohne physischen Widerstand, sondern mit zwei Sockeln, verlieren wir natürlich ein bisschen an Schaden. Das ist richtig. Aber wir müssen ja auch irgendwie im Budget bleiben und ich gebe das Geld dann lieber mehr bei Ringen aus. Und hole mir halt richtig geile Ringe und Amulett mit viel Schaden. Außerdem kriegen wir, wie ihr seht, auf der Blackthorns keinen physischen Widerstand hin und noch zwei Sockel oder halt noch mehr Intelligenz und wie auch immer. So, deswegen wird die jetzt gekauft. Denn, wie ich schon sagte, ich hole dann lieber Handschuhe mit besseren Stats, also sprich nur auf Damage ausgelegt, anstatt irgendwie auf anderen Items, wie zum Beispiel der Blackthorns jetzt zwei Sockel anstatt den physischen Widerstand. Wäre der falsche Weg. So, deswegen hier Beine 10 Millionen Gold. Haben noch richtig viel Gold über. Das heißt, wir haben richtig die Möglichkeit, jetzt bei der Geisterstunde nochmal ordentlich was auszugeben. Deswegen Geisterstunde jetzt mit physischem Widerstand. Nee, erstmal mit Widerstand gegen alle Schadenarten. Dann Angriffsgeschwindigkeit und kritischer Trefferschaden. Hier sollten wir in dem Bereich bei 1 Milliarde, bei kritischer Trefferschaden, auf jeden Fall Wert legen auf mindestens 45%, ja, 45% Crit-Schaden. So, Intelligenz ist zwar standardmäßig drauf, aber wir gucken mal, vielleicht, ob wir Glück haben mit einem High-Roll-Int. Das wird eng. Die Preise haben wir schon wieder ganz schön angezogen. Okay, High-Roll-Int können wir uns nicht leisten. Dann gucken wir nochmal nach, ob wir irgendwas noch mit Vitalität finden. Denn wie gesagt, es lohnt sich nicht, auf Vita zu verzichten auf der Geisterstunde. Oh ja, die ist ja mal richtig gut. Warum? 43 physischer Widerstand, 68 Vita, 99 Int, alles in Ordnung. 9 IAS, wunderbar. Die ist richtig, richtig gut, passt perfekt in unseren Bild rein und ist hier derzeit auch die günstigste. Oder? Ja, definitiv. Also, die ist auf jeden Fall gekauft. Die bringt uns sehr viel. Vor allem wegen dem physischen Widerstand. Und sie hat sogar 9 IAs. Das heißt, wir können irgendwo nochmal auf einen IAS verzichten. Gürtel. IAS 9. Und gekostet 50 Millionen.
Außerdem haben wir, wie gesagt, ein bisschen Geld gespart. Und ihr seht hier, Prozent vom Budget, 1%, 4%. Die Geisterstunde hat jetzt 5% vom Budget gekostet. Das ist in Ordnung. So, weiter geht's. Wir haben jetzt die Dev-Werte haben wir so gut wie. Jetzt suchen wir mal nach einem Mempo mit Crit. Warum Mempo? Ganz klar. Wir brauchen Allrest, wir brauchen einen Sockel und Prozent Leben. Das ist schon mal richtig gut. Deswegen jetzt Mempo mit Intelligenz und mit kritischer Trefferchance. Die Preise dafür sind übrigens ganz gewaltig gefallen. Hier, und mit 3,5 Crit für 110 Millionen. Gucken wir, ob wir noch was Besseres finden. Ich guck mal nach 4 Crit. Wenn ich mir überlege, für 4 Crit, also das, da hat man noch nicht mal einen 3 Crit Mempo früher gekriegt. Das ist der Wahnsinn. Jetzt gucke ich mal zum Spaß, was ein 5 Crit Mempo kostet. Okay, das passt auf jeden Fall nicht mehr ins Budget. 4,5 auch nicht. 4 Crit. Ja, 4 Crit passt rein. Das ist echt schon nicht schlecht. Dann nehmen wir das hier, glaube ich. Moment. Ne, das hier. Mit 9 IAs, Wahnsinn. Mit 9 IAs für 198 Millionen. Ist jetzt ein bisschen teuer, aber es lohnt sich. Deswegen 9 IAs, 4 Crit. Wunderbar, ist gekauft. Für 198 Millionen. Fällt jetzt so ein bisschen, wenn ihr seht, 19,8%. Bisschen viel, ne? Aber wir haben noch 633 Millionen über. Dafür haben wir jetzt aber beim Kopf 4 Crit und 9 IAs. Das heißt, der Breakpoint wird auf jeden Fall schon mal leichter zu erreichen. Wir können auf den Ringen auf jeden Fall ein bisschen runtergehen vom IAS. Das ist richtig gut. So, weiter geht's. Mempo ist erledigt. Jetzt geht es zu den Handschuhen. So, da schaue ich mal, ob ich Handschuhe finde mit. Oh, lassen wir mal Widerstände weg. Natürlich, wenn sind die zu teuer. Gehen wir mal runter auf 30 Crit Damage. So, mit 30. Oh, die sind auch nicht schlecht. 8 IAs, 33 Crit, 186 Intelligenz für 60 Millionen. Die sind vollkommen in Ordnung. Also, die Handschuhe sollten haben Attack Speed, Crit Chance, Crit Damage und Intelligenz. Alles, was uns Schaden bringt. Weil die Dev-Werte haben wir jetzt auf dem Main Gear oder auf dem Dev-Strang abgehakt. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch auf die Damage-Faktoren, wie ich eben genannt habe, Wert zu legen. So, und da sind diese Handschuhe hier für 60 Millionen, wenn ihr euch die Preise hier anguckt, schon ein ziemliches Schnäppchen. Ein Tag, 7 Stunden. Ja, die werden auf jeden Fall gekauft. Die sind gut. So, die hatten 8 IAs, 8 Crit, 60 Millionen. Machen wir den Handschuh, Hände. 60 Millionen. Oh, 6 Milliarden war ein bisschen. Das war mir eine Null zu viel. So. Wo sind sie denn? Da sind die Hände. 8 und 8. Wir nähern uns dem 2,5er Breakpoint, brauchen nur noch 8. Und 20 IAs, also 2,5er Breakpoint peile ich an. 2,74er wäre natürlich geil. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich sehe aber schwarz, weil wir auf dem Amulett eben kein vernünftiges mit viel Damage mit eben 8 IAs finden werden. Deswegen müssen wir das so machen. Obwohl ich kann ja schon mal die IAs-Werte eingeben, damit ich recht besser rechnen kann. Also, wenn ich Quelle 8 nehme, dann auf den, wenn ich die breiten Ringe mit 8 nehme und die Armschienen mit 9 zum Beispiel, mal gucken, wo wir dann liegen. Fehlen uns exakt 9 IAs für den 2,74er Breakpoint. Also rechnerisch ist der 2,74er Breakpoint 2,7273. Aber wir können ja auf dem Gear keine Komma, also 9 IAs oder 8 IAs, 7, 8,7 IAs, das geht nicht auf dem Gear. Deswegen kommen wir nie auf den 2,74er Breakpoint exakt. Wir sind immer drüber ein bisschen. Deswegen, aber es geht auch nicht anders, weil, wie gesagt, wir können keine halben IAS-Prozente haben auf dem Gear. Nicht wie bei Crit. Darum sind wir immer, also Ingame ist 2,74 mit einer Waffe, die deren Base Damage, deren Base Attacks gerade sind, wie bei der Chantodos. 1,4 Base-Angriffe pro Sekunde und zusätzlich Attacks pro Sekunde. Deswegen kommt sie auf 1,63, 1,61, wie auch immer. Wenn die Waffe grundsätzlich eine gerade Angriffsgeschwindigkeit hat, dann brauchen wir in-game auf jeden Fall einen 2,74er Breakpoint. Zum Beispiel ein Dolch mit 1,5
Base-Angriffsgeschwindigkeit. Hat bei 9 IAs 1,63 Angriffe in-game. Im Battle.net wird er angezeigt mit 1,64. So rein rechnerisch ist der Dolch mit, also ist der exakt auf dem 2,73er Breakpoint. Das heißt, wenn mit dem Dolch brauchen wir in-game einen 2,73er mit einer Chantodos einen 2,74er Breakpoint. Das nur mal so nebenbei. So, egal. Weiter zum Thema. Wir haben jetzt die Handschuhe gekauft. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Lakunis. Obwohl, Moment. Genau, mir fehlen jetzt noch 9 IAs zum nächsten Breakpoint. Ich schaue erstmal nach dem Amulett. Ob ein Amulett mit 9 IAs realisierbar ist. Wenn nicht, werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen mit IAs runtergehen, nämlich genau um 5%, damit wir exakt auf dem 2,5er Breakpoint sind. So, Moment. Ich habe gerechnet mit einer 2, jetzt kann ich natürlich noch ein bisschen höher gehen vom Attack Speed, weil wir haben ein bisschen Geld über. Das heißt, ich mache die Maximalangriffsgeschwindigkeit von 1,65. Das heißt also, bei 1,65 bräuchte ich ein Amulett mit 7 IAs. Und da schaue ich mal, ob ich irgendwas Gescheites finde. So. Rüstung. Amulett. Angriffsgeschwindigkeit 7. Brauchen wir. Kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden. Kritischer Trefferschaden. Machen wir 65. Kritische Trefferchance. Machen wir 8. So, gucken wir mal nach Intelligenz. 108. Ups, 180. Definitiv zu teuer. 6 Crit. Ja, das. Wir brauchen ja. Wir haben jetzt keinen Breakpoint, den wir erreichen müssen. Darum ist es bei unserem Gear relativ egal, ob wir jetzt 6,5, 5 Crit auf dem Amulett haben. Hauptsache der Damage stimmt. Aber Vorsicht, je mehr Crit-Chance, desto mehr Damage haben wir natürlich auch. Deswegen habe ich auch das Membo mit Crit genommen und nicht ohne Crit. Crit-Chance ist eben Schaden. Also Damage. So, aber wenn ich mir das Amulett so angucke, 7 IAs, 92 Crit, 6,5 Crit-Chance. Gut, 149 Millionen ist ein bisschen teuer. Aber es ist das einzige Amulett, was mir hier auf jeden Fall auf meinem Main Gear Schaden bringt. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, ich nehme das. Weil wenn wir mal gucken, wir können durch die 7 IAs. Klar können wir jetzt ohne 7 IAs ein bisschen mehr Schaden rausholen. Ich mache mal Angriffsgeschwindigkeit weg. Obwohl, Moment. Geh mal ein bisschen weiter nach unten. Was haben wir denn hier? Wenn ich mir das angucke. Guck dir das an. 93 Crit, 9,5% Crit Chance und auch Maximalschaden drauf. Und wir kommen auch auf den gleichen Plus-Schaden wie mit dem anderen Amulett. Also, was soll's. Wir nehmen auf jeden Fall dieses hier mit 150 Millionen Gold. Bringt noch Plus-Schaden auf mein normales Gear. Aber das Interessante ist, wir können dadurch einen 2,74er Breakpoint halten. Und das ist in Ordnung. Also, das Amulett hat 6,5 Crit und 7 IAs. So, kostet 100. Ich runde mal auf das eine Goldstück, das können wir uns schenken. 150 Millionen. Jetzt haben wir noch 423 Millionen über. Für Waffe, Quelle, Ringe und Armschienen. Deswegen suche ich jetzt mal nach Armschienen. Obwohl ich muss sagen, erstmal, als allererstes, werde ich das Gear jetzt mal anlegen und gucken, ob ich mich nicht irgendwo vertan habe und eventuell dann doch nochmal ein bisschen der Pferde rausholen muss, beziehungsweise Vita, wobei ich glaube nicht. Eigentlich sah das ziemlich gut aus. So, dann wollen wir mal schauen. Erstmal muss ich mein anderes Gear in die Tasche schmeißen, hätte ich fast gesagt. Und dann wollen wir mal gucken. So. Tsunimasa. Moment, jetzt muss ich gucken. Ja, die physischen Widerstand. Was war das hier für eine Blackthorns? Ach, okay. Die war verkehrt. Das war sie nicht.
So, Helm dazu, Handschuhe dazu, Schultern dazu, Geisterstunde dazu. Und das Amulett kann ich auch schon mal anplünden. So, wie sieht's denn hier aus? Wir haben 640 physischen Widerstand, ist auf jeden Fall ausreichend. Ja, 26% Crit, okay, das ist erstmal irrelevant. Aber Vitalität 1066. Das heißt, ohne Stein im Kopf haben wir schon 45% Leben. So. Ist ausreichend. Also wir brauchen auf jeden Fall auf keinem Item mehr irgendwo noch was ausgleichen. Deswegen können wir voll auf Damage gehen. Wie ich schon sagte, hier haben wir uns die Vitalität und die Widerstände geholt. Und das passt. Wie gesagt, 468 Orbs sind auf jeden Fall ausreichend, gerade mit der Lebensrüstung. Wir werden zwar nicht mit Glaskanone spielen können, ja, aber das passt so. Auf den Breakpoint kommen wir auch. Insofern kann ich so weitermachen. Das heißt also, ich brauche keine Vitalität auf den Armschienen. Rüstung. Wie suche ich jetzt nach Lakunis mit 9 Ears? Ganz einfach. Legendary auswählen, Rüstung, dann Bewegungsgeschwindigkeit dazu und kritische Trefferchance. Gut, kritische Trefferchance ist egal, weil Ears plus Movement Speed haben wir eh nur noch Lakunis. Aber wir suchen jetzt mal nach Lakunis mit 5 Crit und mit möglichst viel Intelligenz. Ich schaue erstmal, okay, das sieht natürlich schon nach, ja, ist zu teuer. Gucken wir mal, 4,5 Crit. Und gehen wir vielleicht auf 4 Crit runter. Gucken wir, ja. 140 Intelligenz. Für 26 Millionen. Ein Tag, 11 Stunden. Oh, das ist sogar sehr, sehr gut. Ja, die nehmen wir direkt. Obwohl, hier können wir doch nochmal schauen. Eventuell haben wir Glück. Wobei ich das bezweifle. Mit physischem Widerstand. Obwohl, ein Tag, 11 Stunden. Ich kaufe die einfach. Egal. Ah, ich war zu langsam. Verdammte Axt. Das war klar. Das war dumm. Wenn man sowas findet, ne? Also auf jeden Fall direkt zuschlagen, ein Tag, 11 Stunden. Man gibt seine Stats ein. Man sieht, okay, scheiße, ein Tag, 11 Stunden. Eigentlich kann man direkt blind kaufen. Mal gucken mal hier, die günstigsten sind bei 40 Millionen. Also da direkt loslegen. Da war ich zu langsam. So, physischer Widerstand finden wir natürlich nichts. Gucken wir mit 90. Obwohl, die können wir eigentlich auch nehmen. Macht ein bisschen weniger Schaden, weil wir fast 50 Int weniger haben. Aber dafür 44 physischen Widerstand. Und das ist schon recht wichtig. Deswegen nehmen wir die. Mit 4,5 Crit sogar. Für 40 Millionen. So, Armschienen. 4,5 Crit. 9 Ias. Für 40 Millionen. Jetzt haben wir übrig 383 Millionen für zwei Ringe, Waffe und Quelle. So, die Ringe brauchen wir unbedingt mit 8 IAs jeweils. Die Quelle können wir auch mit 8 IAs nehmen. Jetzt könnte ich aber überlegen, ob ich eine Quelle mit 9 IAs nehme und vielleicht einen Ring mit 7 IAs. Wäre eine Maßnahme. Deswegen, ja, ich gucke erstmal nach Ringen. So, also Rüstung, Ring. Sollte haben. Angriffsgeschwindigkeit 8, hatten wir gesagt. Dann kritische Trefferchance, kritischer Trefferschaden und ja, nehmen wir nochmal durchschnittlichen Schaden mit drauf. So, wir brauchen keine Breakpoints, was Crit-Chance betrifft. Das heißt, wir suchen nach 3 Crit. Warum? Weil viele geile Ringe mit 3 Crit im Auktionshaus sind, wo keiner nachsucht, weil alle eben nur so 4, 5, 6 Crit eingeben. Und deswegen kann man da auch mal ein bisschen ein Schnäppchen machen. So, jetzt will ich aber nochmal schauen, jetzt gehe ich nochmal kurz rein und ziehe mein Gear an, dass ich ein bisschen besser vergleichen kann. Das empfiehlt sich sowieso immer, wenn man Items im Auktionshaus sucht, dass man eben schon irgendwas anhat, dass man ein bisschen besser vergleichen kann. So, jetzt nehme ich hier meine Quelle. Als Ringe nehme ich aber nicht den Zuni-Pocken, obwohl der, ach doch, ist egal, kann ich auch einen Zuni-Pocken nehmen, weil eben der Set-Bonus sowieso schon mit einem, also nicht mit einem berechnet wird beim Austauschen. Also wir verlieren keine 130 Int beim Austauschen, deswegen kann ich ihn jetzt nehmen. So, weil normalerweise Pocken kann man schwer mit einem anderen Ring vergleichen, wenn man einen Zweier-Set-Bonus hat. Aber jetzt ist das egal, weil wir eh die Brust anhaben. So, zurück ins Game, umgekehrt zurück ins Auktionshaus. Und dann einfach mal Ausrüstung, Rüstung, Ring und das Ganze von vorne. Alle Damage-Mods. 8 Ears, habe ich gesagt.
Kritische Trefferchance. Ja gut, brauchen wir, können wir Blanko lassen. Durchschnittlicher Schaden und kritischer Trefferschaden. So, da wir doch recht viel kritische Trefferchance haben, empfiehlt es sich schon mit 40% Crit zu suchen. Und mal schauen. So, dann suchen wir nochmal nach durchschnittlicher Schaden. Mal 30. Okay, da wären wir wieder zu teuer. Obwohl der bringt 1200 Schaden. Gut, das ist nicht so viel. Der bringt, nee. Das machen wir ein bisschen anders. Da suchen wir nochmal nach Intelligenz. Okay, ist zu teuer. Nehmen wir mit einem Sockel. Nein. Das lohnt alles nicht. Gut, der hat jetzt hier auch den Sockel mit 62 Intelligenz, ne? Das ist auch klar. So, gucken wir mal nach 4 Crit. Der wird es wahrscheinlich deutlich teurer. Ja, teurer, jawohl. Dann gucken wir nochmal nach 20 durchschnittlichem Schaden. Ne, wird unbezahlbar. Lassen wir durchschnittlichen Schaden mal komplett weg. Und gucken wir nochmal nach, ob wir einen Sockel adden können. Oh. Der ist zum Beispiel gar nicht schlecht. 48 Crit. Der hier ist sogar überhaupt gar nicht so schlecht. Weil wenn ich mal gucke, dass der mit dem Sockel. Ich hätte unser ansockeln müssen. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich was mit Intelligenz finde. Gucken wir mal, 62 Int. So, der bringt 1400 Schaden plus. Das heißt, der ist auf jeden Fall in Ordnung. Gut, der jetzt für 50 Millionen. Obwohl, der hat noch physischen Widerstand drauf. Ah, den können wir eigentlich kaufen. Ja, 81 Intelligenz und physischen Widerstand. Der ist super. Und das für 50 Millionen ist auf jeden Fall in Ordnung. Was haben wir denn hier noch? 62 Millionen. Ne, da muss ich sagen. Da können wir den eigentlich hier getrost nehmen, wegen dem physischen Widerstand. Und fast schon den da drunter auch kaufen. Ja. Das ist in Ordnung. Sind beide in Ordnung, beide Ringe. Mit viel Crit-Schaden, die nehmen wir beide. So, und jetzt noch den hier. Beide haben 3,5 Crit, 8 IAs 50 Millionen gekostet. 3,5. Aber ich vergesse hier immer, einen Punkt zu machen. Ich mache immer ein Komma. 6,5. 3,5. So, beide hatten 8 IAs und beide haben gekostet 50 Millionen. Jetzt haben wir über 283 Millionen für Quelle und Waffe. Auf der Waffe ist standardmäßig Arcane Power und Crit drauf. Das heißt also, wir brauchen irgendeine Waffe nehmen und können, egal was, wir können auf der Quelle, brauchen wir nur nach Schaden suchen. Also gucken. Nichts anderes. Das ist schon ziemlich gut. Jetzt muss ich noch überlegen: 283 Millionen, gut, ein paar Gems würde ich auch gern kaufen. Das heißt also, für die Waffe und die Quelle kann ich nicht ganz 283 Millionen ausgeben, weil wir noch ein paar Slots zu besetzen haben. Dafür nehme ich dann aber die kleineren Gems, also nicht die Max-Gems, sondern einer drunter, weil kann man ein bisschen Geld sparen. Aber schauen wir erstmal, vielleicht finde ich ja bei der Waffe auch noch ein Schnäppchen. Fangen wir an mit Chantodos Wille. Die sollte haben einen Sockel, alles andere ist erstmal relativ egal. So, wir gucken von oben nach unten. Schauen wir an, wann uns die Preise denn zusagen. Was hatten die hier? Okay, die ist natürlich schon gar nicht so schlecht. Die Preise sind auch ganz schön gefallen hier. Also die hat jetzt 1,64 Angriffe pro Sekunde. Das wäre natürlich zu langsam. Wenn wir jetzt eine Chantodos-Quelle mit 9 IAs finden, dann könnte ich die eigentlich nehmen. Dreihundert Millionen ist zu viel. Aber was sollte die kosten? 100. Nanu?
145 Millionen. Die kostet 250 Millionen. Jetzt muss ich gerade gucken. Ah, nee, ich gehe ein bisschen runter vom Schaden. Muss nicht ganz so viel Geld ausgeben. Was haben wir denn hier? Drei. Die ist zu langsam. 1,65, gut 200 Millionen. Ja, nee, ist klar. Scherzkeks. So, was haben wir denn hier? Ein 1,65er mit 191 Inch für 180 Millionen. Oh, gucken wir noch ein bisschen weiter runter. Na, die werden wieder zu teuer. 1,64. Na, schade, kein. 150 ist zu teuer. 240, lol. Also manchmal verstehe ich es nicht, was die Leute sich preislich da überlegt haben. 180 ist auch zu teuer. Sonst nehme ich eine mit 164. Ja, ich brauche noch ein Game. Ich nehme eine mit 164. Und eben eine Chantotos mit 9 Ears. Dann passt das Ganze wieder. Ja. Machen wir mal 164 draus. Und eine Chantotos mit 9% Ears. Und dann bin ich hier wieder exakt auf dem Breakpoint. Das passt also. Gut. 1,64. Also Kommando zurück. Können wir die eigentlich nehmen fast? Ah, dann habe ich nur noch 100 Millionen über für die Quelle. Ja, dann nehme ich die hier. Die macht ordentlich Schaden, ist in Ordnung. Hat aber nie, hat, halt, stopp. Hat nur 177 Intelligenz. Das ist ein bisschen wenig. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr kriegen. Ich mache mal maximal Sofortkauf. 120 Millionen. Das ist ein bisschen einfacher. So. 1,64 hatte ich gesagt. Brauchen wir maximal. Oder mindestens. 170 Intelligenz ist echt zu wenig. Die hat auch nur 170 Intelligenz. Kostet aber dafür weniger. Was haben wir hier? 175. Oh Mann. Die haben alle nur so wenig. 120 Millionen ist ein bisschen teuer. Sonst mache ich es anders. Ich spare jetzt hier ein bisschen Geld ein. Nämlich die hier. Ja. So, kostet nur 55 Millionen. Aber diese 55 Millionen, oder den Preisunterschied, den kann ich, das kann ich bei der Quelle wieder raufschlagen. Das heißt, die Quelle wird auf jeden Fall den Schaden kompensieren können. Das heißt, ich nehme jetzt die hier. Für 55 Millionen. Außerdem kann ich dann einen größeren Kritstein eventuell auch nehmen. Ja, nehmen wir die hier. Für 55 Millionen. Da können wir dann die 177 irgendwie ruhig verkraften. So, 55. Ups. Jetzt haben wir noch 228 Millionen über. Das heißt, ich suche nach Chantotos-Kraft. Da suche ich auf jeden Fall nach durchschnittlichem Schaden und einem Doppelroll-Int. So, 300 Int. 3000 Int gibt es nicht. 300 Int. Und durchschnittlicher Schaden 200. Oh, ruhen wir erstmal nach 290. Okay. 280. Jetzt müssen wir überhaupt gucken, ob es. Ah, okay, die sind deutlich zu teuer. Gucken wir mal, 280 Int. Ja, da kommen wir der Sache schon so ein bisschen näher. 270 durchschnittlichem Schaden. So, die hier ist doch nice. Aber wir haben noch 228 Millionen. Obwohl, muss ich sagen, die hier. Ach, scheiße, jetzt habe ich vergessen. Okay, ich habe vergessen, nach 9 IAs zu suchen. Quelle. Alle Nebenhände. So, IAs. 9 IAs. Okay. 265. 228 Millionen habe ich über. So. Aber die hier ist gar nicht so schlecht. Hat sogar noch Stärke und ein bisschen Armor. Also hier, mit 300 Int. Einen guten Durchschnittsschaden. Und die bringt sogar auf meine Main-Quelle nochmal ordentlichen Damage-Plus von 5000 Schaden. Das heißt, diese Quelle ist auf jeden Fall sehr solide.
Und das für 150 Millionen. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist eine Quelle ohne Arkankraft pro Crit und kostet 150 Millionen. Nochmal 270 Intelligenz. Die bringt jetzt nur 1500 Schaden plus. Für 78. Aber dann nehmen wir die hier. Obwohl, die hätte noch Vita, aber die ist natürlich viel zu teuer. Ah, kaufen wir die hier für 150 Millionen. Ja, die ist gekauft. Mit 9 IAS, 9,5 Crit. Jawohl, also gekauft. Mit 300 Int. So, 9, ich habe schon nicht doch den Punkt gemacht. So, 40% Crit. Oh. Ist ausbaufähig, aber ist in Ordnung. Hab ich irgendwo Crit vergessen? Nein? Okay. So, Quelle hat gekostet 150 Millionen. Jetzt haben wir 78 Millionen über für Gems. Das heißt, auf jeden Fall kaufe ich zwei Max-Gems. Und zwar einen Amethyst für den Helm und einen Smaragd für die Waffe. Oh, der ist aber teuer geworden. Ja, nutzt ja nichts. Also, jetzt habe ich ausgegeben rund 46,5 für die zwei Gems. 46,5. Ah, schon wieder eine 0 zu viel. So. Jetzt brauchen wir nur noch für 31 Millionen ein paar Gems kaufen. Jetzt gebe ich nochmal alles ins Inventar, damit ich auch nichts zu viel oder zu wenig kaufe. Und dann können wir gleich mal schon mal schauen, wo wir denn damage-technisch rauskommen. Habe ich eigentlich Glaskanone drin? Ich glaube, ich habe Glaskanone noch drin. Nee, habe ich nicht. Oh, wunderbar. Das wird gut. Also erstmal nochmal ein paar Sachen ins Inventar schmeißen. So, und dann wollen wir mal gucken, wo wir nachher rauskommen. Da ist der eine Ring. Das ist der andere Ring. Boah. Schon unbufft. Ohne Gems. Moment, jetzt muss ich den Helm. Genau. 51.000 Leben. 200.000 Schaden. Und drei Sockel noch frei. Das heißt, ich kann für 31 Millionen noch drei Sockel kaufen. Das ist in Ordnung. 215.000 Schaden. Da können wir auf jeden Fall MP10 mitmachen. So, Moment. Juwelen. Guck mal, was die glänzend sternförmigen Topase kosten. Ah. 20 Millionen, 31 habe ich über. Mal gucken. Die doch noch ein bisschen günstiger sind. Ne, 13 Millionen. Kann ich nur noch einen von kaufen. Oh, haben wir rund 20 Millionen für die Gems. So, egal. Das bisschen kann ich auch aufrunden. So, 20 Millionen für die Gems. Übriges Budget 11,5 Millionen Gold. 1 Milliarde ausgegeben. Wunderbar. Dann wollen wir uns mal die Stats anschauen, die das Gear jetzt nur komplett hat. Das kann sich sehen lassen. 840 physischer Widerstand. Wunderbar. Ungefähr 570 Aures. Ist in Ordnung. Bei 200.000 Schaden. Jetzt muss ich noch eben umskillen. Das habe ich natürlich vorher vergessen. Also habe ich vergessen. Das tut mir leid. Das heißt also, schnell umskillen. Wurmloch. Kettenreaktion ist falsch. Wir brauchen die Zeitbombe. Ja, machen wir Kristallhülle mit rein. Die brauchen wir nicht, dafür nehmen wir mächtige Waffen mit Blutmagie. Und boah, nehmen wir Offensivbarriere. Wir können es jetzt folgendermaßen machen: Wir nehmen die Lebensrüstung mit rein. Und dafür anstatt Hervorrufung Glaskanone.
Mit Glaskanone haben wir jetzt ein bisschen mehr Schaden. 284.000 gebufft. 47,5% Crit ist auch in Ordnung. Habe ich beim Gear wohl irgendwas vergessen? Was auch immer. Muss ich gerade mal gucken. Amulett, Hände. Ach, bei den Armschienen habe ich auch wieder. Ja, jetzt kommt das aber immer noch nicht hin. Nanu? Ach, weil er die auch nicht mitzählt, wahrscheinlich. Nee, das ist ja merkwürdig. Irgendwo. Ach, wisst ihr was? Ist doch egal. Das kommt jetzt nicht drauf an. So. Also in-game. Passt alles. Wunderbar. Okay, also nochmal. Wir haben mit Glaskanone, also bufft, 276, 56 physischen Widerstand, ungefähr 500 Always bei 52.000 Leben grob. Und wichtig, wir haben, wo ist es denn? Wo ist es denn? Leben pro Treffer 434. Ist in Ordnung. So, wollen wir mal gucken. Aber jetzt muss ich mir den Breakpoint noch holen. Quatsch, den Speicherpunkt. Questauswahl 6.2. Im letzten Video habe ich gesagt 6.1. Ja, es hat mich jemand korrigiert im YouTube-Video. Hat sich nicht richtig ausgedrückt, deswegen ist das ein bisschen, habe ich es ein bisschen missverstanden. So, Gespräch mit Alaric. Beziehungsweise 6.2, Entschuldigung. Quest 6.2. Dann vom überfluteten Tempel ganz hier am Rand lang gehen, dass ihr oben den Speicherpunkt nicht bekommt. Und rückwärts durchgehen. Einfach komplett durchrennen. Und dann kriegt ihr hier unten den Speicherpunkt. Nämlich hier. Und im nächsten Game spawnt ihr ganz normal in der Stadt, habt das Portal, könnt durchlaufen und direkt loslegen. So. Moment. Am Anfang ist es halt. Es ist total easy. Guckt euch an. Also das Gear für 1 Milliarde Gold. Easy NPCs. Ja, wunderbar. Das klappt wunderbar. Durch die Lebensrüstung machen uns die Busse überhaupt nichts aus. Also ich nenne sie mal Busse. Ah, okay. Ich muss sagen, die Lebensrüstung ist in Ordnung. Aber das große Problem sind kleinere Gegnermassen. Größere Gegnermassen, wenn noch keine Wirbel stehen genügend. Diese Frösche, die machen das Leben zu schwer. Also ich probiere es jetzt noch einmal aus. Sonst müssen wir die Glaskanone doch rauslassen und eben mit der also ohne Lebensrüstung, sondern eben entweder mit prismatischer Rüstung oder sogar mit der Offensivbarriere spielen. Das müsst ihr selber dann heraus ausprobieren, wie gut euer Gear ist, wie gut ihr spielen könnt. Ja? Wenn ihr nicht sterbt, ist in Ordnung, dann spielt so weiter. Solltet ihr aber einmal, ich sag mal, pro Run, dann ist sowieso, das ist also ganz schlimm, wenn ihr einmal pro Run sterbt. Solltet ihr einmal die Stunde sterben, ja, ist das, sagen wir mal, verkraftbar, aber nach Möglichkeit solltet ihr bei diesem Bild euer Gear so. Nee, komm, vergesst es. Also mit Glaskanone funktioniert es nicht. Können wir leider vergessen. Das heißt also, Glaskanone wieder rausschmeißen und die Lebensrüstung auch. Also bei manchen Gear, also mit viel Always, Base Always, also ich habe unbufft mit meinem Main Gear 800, über 800 Always. Da kann ich das machen, mit Glaskanone spielen, mit der Lebensrüstung, das funktioniert sehr gut. Hier habe ich es nicht. Ach, Moment, Kommando zurück, es tut mir leid. Ich habe Verschwimmen vergessen. Ganz wichtig, Verschwimmen ist ganz wichtig. Jetzt könnte das eventuell doch mit der Lebensrüstung klappen. Ja, ich schneide meine Videos nicht, um zu zeigen, dass ich alles selber ausprobiere und dass ich mir nicht den besten Run rausgepickt habe, um dann zu sagen, ah, hier, guck mal, alles toll, alles funktioniert. Bei den Fröschen würde ich euch empfehlen, am Anfang die zu ignorieren und wegzuporten, weil die Frösche machen einfach zu schnell zu viel Schaden und das lohnt sich nicht. So. Übrigens bin ich mir hier bei den Feldern auch noch nicht so ganz sicher, wie der optimale Run ist. Also ich mache immer so eine Schleife und funktionieren tut es ganz gut. Aber das muss nachher jeder selber für sich ausprobieren, wo er am meisten Monster findet oder killt. Also ihr könnt es ja die Zeit stoppen, 1 Stunde, und dann schauen, wie viele Monster ihr gekillt habt in der Zeit. Und dann passt ja eure Route halt dementsprechend an. Da könnt ihr halt selber ein bisschen rumexperimentieren. So, aber wie ihr seht, jetzt so, wenn man denn die richtige Passive drin hat, funktioniert das astrein.
Und die Monster sterben auch schnell genug hinter. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Ich meine, wenn jetzt erstmal so... Die Frösche können nochmal gefährlich werden, ne? Also, weil wir haben eben keine 800 NOH und mit Glaskanone, also die Frösche werden... Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also die Frösche werden schon gefährlich. Also das Gear hier ist von den Def-Werten her hart an der Grenze, eben mit Glaskanone. Ich würde euch empfehlen, solltet ihr zu oft sterben, auf jeden Fall die Glaskanone rausnehmen. Dann lieber den Run ein bisschen langsamer machen. Weil ein Tod bringt euch nichts. Das kostet euch so viel Zeit, dann wird ihr den Anschluss zu finden und so weiter. Deswegen lieber nicht sterben und vernünftig durchrennen, dann passt das auch. Aber wie ihr seht, wenn genügend Wirbel erstmal stehen und genügend Zeug hinter euch herläuft, dann haltet ihr auch einiges aus, weil ihr eben richtig viel Life-Leech reinbekommt. LOH meine ich. Entschuldigung. Und es ist in Ordnung. Und wie gesagt, das müsst ihr halt selber für euch ausprobieren, ob es mit der Glaskanone besser funktioniert oder eben ohne. Ohne ist es natürlich deutlich entspannter. Anstatt Glaskanone habt ihr auch nicht wirklich viel Alternativen. Also ihr könnt entweder Hervorrufung reinnehmen oder beflügelnder Schutz. Dann hält die Rüstung ein bisschen länger. Aber im Großen und Ganzen ist das relativ egal, was ihr damit reinnehmt. Wichtig ist nur, dass ihr eben die Grundwerte einhaltet, wie 24% Movement Speed. Da müsst ihr zwar ab und zu mal ein bisschen zurücklaufen, dass auch alles, ja, hinter euch herkommt. Aber sonst LOH halt, ein bisschen Def-Werte. Im Großen und Ganzen gibt es aber nicht mehr viel mehr zu beachten. Die Lebensrüstung ist halt sehr gut gegen diese unchargenden Busse, also diese Bullen hier, diese wilde Bestie. Weil wenn die euch anchargen, kann es eventuell sein, wenn ihr nicht genügend physischen Widerstand habt und nicht genügend Lifepool, dass die euch mal einfach überfahren. Deswegen sage ich immer Busse. Die chargen euch einfach an und seid ihr tot. Und deswegen die Lebensrüstung, die können euch dann auf jeden Fall nicht töten, also nicht one-shotten. Aber im Großen und Ganzen, also darauf angewiesen ist man nicht, wenn man das richtige Gear hat. Ne? Aber selbst ich mit meinem Main-Gear, was ein bisschen teurer war, ein bisschen mehr Def-Werte aufweist, schaffe ich es nicht, mit Glaskanone die Bullen, wenn die mich anchargen und ich ganz voll bin, zu überleben. Deswegen lieber als letzte Instanz eben diesen Proc der Lebensrüstung mit reinnehmen, um dann einfach nicht zu sterben. Instabile Anomalie würde ich euch davon abraten, ist ein bisschen kontraproduktiv. Man sollte lieber sein Gear so auslegen und seine Spielweise, dass die instabile Anomalie eben nicht proc't. Und wie ihr seht, XP kommt ziemlich gut rein. Und mit 1 Milliarde Budget, würde ich sagen, kann man von den Kills her, von der Geschwindigkeit, nicht klagen. Also mit einem normalen CM für 1 Milliarde würde man die Felder auf jeden Fall nicht so gut oder so schnell clearen können. So, jetzt sind wir auch gleich fertig. Video ist ein bisschen lang geworden. Tut mir ja leid. Aber gut Ding will Weile haben, sagt man so schön. Und ja, ich habe heute Morgen ein bisschen Sabbelwasser getrunken. Wie gesagt, ich habe nämlich versprochen, dass ich das zum Sonntag fertig mache, das Video. Gestern hatte ich keine Zeit am Samstag. Deswegen also Sonntagmorgen ein bisschen früher raus und Video machen. Ich habe noch leicht einen Tee. Aber was soll's. Was macht man nicht so alles für seine Community? So, damit ist der Run hier gleich fertig. Wie ich schon immer sage, oder wie ich im anderen Video geklärt habe, am besten nach dem Run direkt irgendwo rein. Wie zum Beispiel hier in diese Höhle, dann braucht man sich nicht sterben lassen. Und, rein in die Stadt porten und dann einfach aus dem Spiel gehen und den nächsten Run starten. Jetzt kommt gleich noch der Killing Streak. Na, 84, das war jetzt ein bisschen wenig, hat mir ein bisschen Pech. Meistens liegen die so bei 500 bis 600. Ja. Und ich würde sagen, das war's. Wie gesagt, 1 Milliarde Budget. Bufft 200... Muss ich nochmal kurz gucken, was waren das? 280.000 Schaden. Jawohl. 280.000 Schaden. Der Pferde passen auch. Was will man mehr? Also wie gesagt, zum Paragon-Farmen ist das optimal. Zum Items-Farmen
Beziehungsweise zum Essenzenfarmen eher suboptimal. Da braucht man dann doch wieder schon klassischen CM. Wobei ich sagen muss, um diesen Wizard auf klassischen CM umzubauen, braucht man echt nicht viel. Eventuell, wenn man jetzt nicht so High-MP farmt, also kann man ganz billig eine Sturmkrähe nehmen, dann hat man auch mehr LOH und zwar einen Breakpoint weniger, aber wie gesagt, dafür LOH und mehr APOC, das man halt braucht. Und den niedrigeren Breakpoint beim klassischen CM kann man ausgleichen, indem man jetzt die Glaskanone rausnimmt und dafür Zeitstrom mit reinnimmt. Und durch den Zeitstrom werden die Monster auch geslowt, und zwar drastisch. Und damit könnt ihr den Breakpoint ein bisschen ausgleichen. Ich werde dazu aber nochmal ein separates Video machen, wie man den CM-Wizard, den klassischen CM-Wizard, etwas preiswerter gestaltet und dafür auf mehr Damage kommt und trotzdem genauso gut freezen kann wie mit dem teureren CM. Aber halt mit dem gleichen Damage für weniger Geld. So viel dazu. Zur Not, wenn euch der Breakpoint übrigens nicht gefällt, beim normalen CM, wenn ihr jetzt Essenzen farmen wollt, könnt ihr natürlich auch erstmal irgendeine Zunima Quatsch, Tarrasha-Brust kaufen und eine Sturmkrähe, ja, und dann könnt ihr das ungefähr ausgleichen. So, ihr verliert dann natürlich den Set-Bonus, dann könnt ihr euch noch zu Not noch ein drittes Item, eben irgendwelche Ice Climbers kaufen, verliert ihr auch so ein bisschen Schaden, aber ihr habt auf jeden Fall genügend Def-Werte wieder und der Movement-Speed beim klassischen CM ist relativ egal, wenn ihr Essenzen farmen wollt, weil ihr portet euch eh die ganze Zeit durch die Gegend. Deswegen die drei Sachen austauschen zur Not fürs Normale, also fürs Essenzenfarmen. Zum Paragon-Farmen ist das hier eigentlich super. Also was Besseres gibt es beim Wizard nicht zum Paragon-Farmen. So, damit werde ich mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen und bei seiner Entscheidung für sein zukünftiges Gear so ein bisschen inspirieren. Wenn ihr Fragen habt, bitte fra stellt sie mir im Stream. Ich bin immer abends um 21 Uhr spätestens online. Jetzt habe ich erstmal Urlaub, das heißt, ich bin ein bisschen mehr online. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wäre es gut, wenn ihr in den Stream kommt und die dort stellt, weil wenn ich streame, nehme ich mir die Zeit, um alle Fragen zu beantworten. Dann kann ich sie euch auch live beantworten und wir müssen nicht hin und her schreiben die ganze Zeit. Ich kann sie auch anhand eines Beispiels sogar zeigen. Und für YouTube, also für Fragen über PM oder E-Mail, habe ich nicht so ganz viel Zeit. Deswegen bitte ich euch um euer Verständnis, dass ihr halt einfach mal kurz vorbeischaut, live eure Frage stellt, kriegt ihr sie auch gleich beantwortet, müsst nicht lange warten und es ist, glaube ich, auch ein bisschen verständlicher zu erklären, wenn man es anhand eines Beispiels live demonstrieren kann. So, jetzt habe ich aber für heute genug gesabbelt. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, kommt vorbei, twitch.tv/doxen oder auf Facebook. Da seht ihr halt meine Online-Zeiten. Ich poste meistens immer, wenn ich online komme. Insofern bin ich raus. Wie gesagt, viel Spaß, noch einen schönen Sonntag. Haut da rein. Bis dann. Ciao, ciao.